Meine letzten Pokémon-Randomizer-Nuzlocke-Projekte waren nicht sonderlich toll, auch weil unter anderem mein Laptop einfach nicht gut fürs Aufnehmen ist, ich anders nicht gescheit aufnehmen kann. Liefen die Projekte für mich selber meistens nicht toll und ich habe eines am Ende mit ziemlichem Cheaten beendet und das andere überhaupt nicht. Deswegen habe ich mir jetzt eine andere Methode überlegt. Viele kennen bestimmt Jaden Animations, wie sie ihre Pokémon Nuzlocke Challenges kommentiert. Ich werde dasselbe machen, nur ohne irgendwelche Animationen. Mein Genre sind Hörspiele und nicht Animation. Ich werde ein bisschen schon visualisieren im Hintergrund, aber im Prinzip zocke ich privat einen Randomizer und werde euch nacherzählen, was passiert und wichtige Ereignisse zusammenfassen. Ich werde das Ganze aber in mehrere Folgen unterteilen und wahrscheinlich etwas mehr ins Detail gehen als Jaden Animations zum Beispiel. Ich bin gerade kurz davor hier, hab den Spielstand gerade gestartet und schalt euch dann gleich wieder dazu und erzähl euch, wie der Anfang gelaufen ist. Während ich gerade ein bisschen von Professor Juniper zugelabert werde, möchte ich auch ein bisschen erklären, warum ich das jetzt so umsetzen will. Denn unter anderem, wenn ich mich immer hinsetzen muss, Maske auf, alles für so eine Randomizer, das ist auch ein bisschen anstrengend. Und zum Beispiel, wenn ich bei meinen Großeltern bin, was hin und wieder der Fall ist, manchmal auch für ein paar Tage, dann kann ich da auch nicht gescheit aufnehmen. In diesem Format allerdings könnte ich da ganz bequem zocken, mir Notizen machen, euch das erzählen. Ich kann einfach viel besser gelegenheitszocken, so. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass hier groß war, dass die Folgen so häufig kommen. Aber jetzt auf zur Reise. Gerade eben hat Professor Juniper mir erklärt, was ein Pokémon ist, wo ich gelandet bin. Und jetzt beginnt der männliche Pokémon-Trainer mit dem wunderschönen Namen Valin seine Reise. Beide seiner Freunde sind bereits da, um mit Starter-Pokémon in dieser Randomizer-Nuzlocke-Challenge auszuwählen. Und die Starter-Pokémon, die zur Auswahl stehen, sind natürlich sehr elementar für so einen Run. Das erste Pokémon auf dieser Reise ist... Darf ich bitte den Spielstand resetten? Das erste Pokémon, das Valin auf seiner Reise begleitet, ist ein Milza. Den Namen werde ich später erst festlegen können, also schalte ich euch hinzu, sobald etwas mehr passiert ist. Auf einen guten Start in die Reise. Das Milza, welches kurz darauf den Namen Communism bekam, weil Kommunismus zu lang war, trat bereits in den ersten beiden Rivalenkämpfen an. Und der Start in das Projekt war wunderbar. Ein Pokémon, dessen tollen deutschen Namen ich nicht mehr kenne, Ferrothorn, besiegt Milza in einem ungewinnbaren ersten Rivalen-Battle durch die Dornen-Ability. Und disrespektet mich noch, indem es mich nicht einmal angreift. Im zweiten Rivalen-Battle sollte das alles besser laufen. Das Barschuft vom Gegner hat mich in 2 Hits getötet. Somit hat die Reise für Valin und seinen treuen Partner Communism wunderbar mit 2 Niederlagen begonnen. Unsere Mutter hat es dann natürlich sofort nicht interessiert, dass wir das ganze Haus verwüstet haben, während Biancas Vater sie angeschissen hat, weil sie atmet. Und jetzt geht es auf die erste Route. Warum habe ich gerade nur schon ein ganz schlechtes Gefühl? Was für ein Abenteuer bereits kurz danach schon wieder geschah. Zu dritt traten die 3 besten Freunde. Charon, Bianca und Valin auf Route 1, wo ihnen erklärt wurde, wie sie Kapseln auf wilde Tiere werfen können. Und dann war es soweit. Ein entscheidender Moment. Der erste Encounter der Randomizer Nuzlocke Challenge.
war nicht unbedingt ein starkes Pokémon. Ein Rattan. Aber darüber müssen wir uns keine Sorgen machen. Denn mit einem Critical Hit Kratzer one-shottete Communism das Rattan, nachdem es mit vollem Leben nicht im Pokéball bleiben wollte. Dieser Run sieht wirklich jetzt schon wunderbar aus. Ich habe Spaß. Der Run begann bereits vielversprechend. Zu dritt trafen sich, ohne dass Walin einem weiteren Encounter überhaupt begegnete, um zu sehen, was er alles verpasst haben könnte, die drei am Ende der Route 1 wieder. Ich versuche zu erzählen, ich wechsle dabei die ganze Zeit zwischen Walin als dritte Person und Walin als ich. Ich merke das. Nach einem Vergleich, in dem Walin mit ganzen 0 gefangenen Pokémon wunderbar abschnitt, ging es weiter in die Stadt. Dort wurden sie durch ein Pokémon-Center gehetzt und ihnen wurde alles erklärt. Und es war tatsächlich sinnvoll. Ich habe noch nie so schnell dieses Tutorial durchgeklickt. Anschließend, bei Verlassen des Pokémon-Centers, traf Walin eine seltsame Gruppe, die relativ genau zu beschreiben ist, dadurch, dass die katholische Kirche und die Peter sich zusammengetan haben und reden darüber, dass alle Pokémon befreit werden sollten, aber irgendwie scheint's kein groß zu jucken. Am Ende der Ansprache von Gott persönlich taucht Jesus aus dem Publikum auf, einer der Anhänger der katholischen Kirche fusioniert mit Peter und will hören, was mein Pokémon Communism zu sagen hat. Es beginnt ein Kampf. Nur ein Serpifeu beim Gegner. Ich bin optimistisch. Mein erster Hit macht guten Schaden, auch wenn der Gegner schneller war und auch ganz gut Schaden gemacht hat. Mein Hit hat aber mehr Schaden gemacht. Ich habe einen Crit gelandet. Ich habe den ersten offiziellen Kampf der Randomizer Nuzlocke Challenge gegen N verloren. Kommunismus ist gefallen und die Challenge endet direkt nach Route 1. Das muss die beste Folge sein. Es wird definitiv ein Rerun geben. Aber dieses tolle Video endet an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand's super. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Das ist jetzt keine Verarsche. Ich hab die Challenge verloren. Ich hab die Challenge Kampf 1 gegen N verloren. Ich blend euch einen Screenshot ein.